Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der ersten des Bundesparteitags 2016-1 hier in Lampertheim. Ich darf begrüßen den Bundesvorsitzenden der Piratenpartei Deutschland, Stefan Körner. Mein Name ist Olaf Krüger. Was erwartest du, Stefan, von diesem Bundesparteitag? Ich glaube, für mich das wichtigste Ergebnis dieses Bundesparteitags ist oder wird sein, dass er zeigt, wofür die Piraten stehen. Dass wir am Ende sagen können, die Wähler wissen, was sie bekommen, wenn sie die Piraten wählen. Es gab im Vorfeld zu diesem Bundesparteitag eine kleine Kampagne und das Ergebnis dieser Kampagne lässt sich auf dem einen oder anderen Plakat ablesen. Da steht sozial, digital, Punkt. Und ich glaube, genau das ist es, was die Piraten auszeichnet. Wir sind die Partei, die soziale Gerechtigkeit wiederherstellen will, die bei uns zunehmend verloren geht. Und wir sind die Partei, die sich in der digitalen Welt zu Hause fühlt, auskennt und für die die digitale Welt eben kein Neuland ist. Du hast gerade diese Kampagne angesprochen. Wir haben hier einige dieser Plakate, die erstellt worden sind. Wie kam es zu dieser Kampagne? Was sagt sie tatsächlich aus? Also entstanden ist die Kampagne durch die Eigeninitiative eines engagierten Mitglieds. Der hat vor ein paar Wochen angeboten, er kümmert sich darum, dass es zu diesem Parteitag eine Kampagne gibt. Und nachdem er das in der Vergangenheit schon gemacht hat und das Ergebnis jedes Mal prima war, habe ich kurz entschlossen gesagt, ja mach. Bei den Piraten funktioniert sowas in der Regel durchaus ganz gut und auch diesmal bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was wird auf diesem Bundesparteitag jetzt befasst? Wir haben eine ganze Reihe von Anträgen. Vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als würde es relativ wenig sein. Inzwischen haben wir aber über 60 Anträge, die wir dieses Wochenende behandeln wollen. Dabei sind sehr grundsätzliche Anträge über die Ausrichtung der Piratenpartei. Dabei sind auch sehr spezifische Anträge, zum Beispiel Auslandseinsätze und Ähnliches. Es geht also tatsächlich ums Programm. Natürlich geht es immer auch um die Satzung. Unsere Satzung ist entstanden, wie viele Computerprogramme auch. Es haben einen Haufen Leute daran mitgeschrieben. Es wurden Bugs eingebaut, Bugs entfernt. Da ist jetzt eben eine weitere Runde mit Fehlerbereinigung angesagt. Auch das soll dieses Wochenende erledigt werden. Wie steht denn in der Innenperspektive und für dich als Bundesvorsitzender im Moment die Partei? Ich glaube, wir haben uns sehr deutlich konsolidiert. Wir haben einige Mitglieder verloren, die in der Vergangenheit zwar exponiert dargestanden haben, aber nicht immer für Ruhe gesorgt haben und durchaus für kontroverse Diskussionen verantwortlich waren. Ein Großteil derer sind weg, wir sind weniger geworden, aber der Kern, der jetzt noch da ist, das sind die Leute, denen das Wohl und das Inhaltliche der Piraten auch wirklich am Herzen liegt. Und deswegen, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt für die nächsten Wahlkämpfe. Wir brauchen jetzt noch ein paar Punkte, die wir auch tatsächlich nach außen tragen können, die uns helfen, unsere Wahrnehmung zu schärfen. Und dann werden wir sehen, 2017 ist alles gut. Vielen Dank. Eine persönliche Note darf ich noch anfügen. Du bist Vater geworden, herzlichen Glückwunsch. Ein gesundes Kind, ein Junge. Insofern haben die Piraten auch Zuwachs. Ja. Ich darf mit dieser persönlichen Note die Fragestunde eröffnen. Haben Sie Fragen? Sie sagen konsolidiert. Nun sind hier 260 gekommen bisher. Und die Partei hat ja nicht nur ein paar Mitglieder, sondern mehr als die Hälfte verloren insgesamt. Mhm. Sie haben so schön rhetorisch gefragt, braucht man die Piraten noch? Und da hat einer von Ihren Mitgliedern das Schild Nein hochgehoben. Finden Sie das lustig oder wie sehen Sie das? Naja, wenn von 260 einer der Meinung ist, dass es gerade überflüssig ist, hier zu sein, dann ist das vielleicht für ihn persönlich ein bisschen dumm. Für alle anderen ja durchaus okay. Ja, Sie haben recht. Es ist tatsächlich so, dass wir über die Hälfte unserer Mitglieder verloren haben. Wenn man sich allerdings anschaut, wie die Piratenpartei entstanden und dann, wie sie explosionsartig gewachsen ist, glaube ich, ist es durchaus nachvollziehbar, dass der eine oder andere dann im Laufe der Zeit einfach gesagt hat, das war es vielleicht doch nicht. Wir haben kurz vor dem Einzug in Berlin und auch in dem Hype, der danach ausgelöst wurde, sehr, sehr viele Mitglieder dazu bekommen, die
in der weißen Leinwand, die unser Programm damals für viele noch war, ihre eigenen Vorstellungen und ihre eigenen Werte projiziert gesehen haben. Und jeder weitere Parteitag hat gezeigt, dass diese Werte vielleicht eben doch nicht übereinstimmen. Und wenn dann jemand sagt, hey, das war's nicht und ich gehe wieder, dann ist das völlig legitim und völlig in Ordnung. Aber auch in den Umfragen ist ja zu sehen, dass die Piratenpartei mehr oder weniger unter ferner Liefen läuft mittlerweile. Ja. Nach aufsehenerregendem Beginn. Wie könnte es gelingen, da wieder mehr Relevanz zu bekommen? Also Sie haben natürlich recht, unsere Umfrageergebnisse im Augenblick sind sehr traurig. Jetzt weiß man aus der Vergangenheit, dass Umfrageergebnisse jetzt nicht von Dauer sein müssen. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr hieß es noch, die FDP ist tot, die kommt nie wieder. Das behauptet heute keiner mehr. Ich glaube, wenn man in der Politik tatsächlich etwas bewegen will, braucht man einen langen Atem. Und dann muss man eben auch mal das Durchhaltevermögen beweisen und so eine Durchstrecke, wie wir sie haben, einfach durchstehen. Wenn die Themen, für die die Piraten stehen, am Ende wichtig sind, dann werden irgendwann auch genug Leute davon überzeugt sein, dass die Partei deswegen gewählt werden muss. Und wir haben das an den Grünen gesehen, die werden heute noch gewählt von Menschen, die einfach nur ihr ökologisches Bewusstsein oder ihr ökologisches Gewissen erleichtern wollen. Die gehen am Sonntag, machen ihr Kreuz bei den Grünen, weil sie denken, damit haben sie genug für die Umwelt getan fürs nächste Jahr. Und möglicherweise wird eine ähnliche Aufgabe auch für die Piraten sein. Vielleicht sind wir die Partei, die man wählen muss, um etwas für das Thema Datenschutz getan zu haben und kann dann in Ruhe wieder auf Facebook irgendwelche privaten Infos posten, weil man ja die Piraten gewählt hat. Und wenn das am Ende das Ergebnis ist, okay, dann werden wir dabei sein und Politik gestalten. Ich würde da gerne einwerfen, es kann ja auch etwas passieren wie bei den Grünen, die haben auch nicht damit gerechnet, dass sie Ministerpräsidenten stellen. Da ist ein Fukushima dazwischen gekommen. Es mag sein, dass es auch in unserem Themenbereich so etwas geben wird, dass die Bürger vielleicht irgendwann aufwachen und sagen, da ist etwas und das pusht die Piraten nochmal. Das ist durchaus denkbar. Ja, wir haben in der Vergangenheit immer wieder die Frage gestellt bekommen, warum wir aus Snowden nichts gemacht haben. Das wäre doch unser Fukushima gewesen. Ich glaube, das Problem liegt da tiefer. Datenschutz ist etwas sehr Abstraktes. Das Gefühl, dass man überwacht wird, dass das, was man tut, kontrolliert wird oder zumindest registriert wird, das ist nur sehr, sehr schwer greifbar. Und ich glaube, um etwas Ähnliches wie Fukushima für die Piraten zu haben, müsste etwas viel Dramatischeres passieren. Ich habe letztens mit jemandem geplaudert und dabei kam der Vorschlag oder die Idee, wenn beispielsweise alle Steuerdaten der deutschen Bundesbürger von einem Jahr plötzlich online irgendwo im Internet offen zur Verfügung stehen würden, dann würden die Menschen aufwachen, weil es dann plötzlich um ihr eigenes Geld geht, um das, was sie persönlich ausmacht. Aber solange das die Berichterstattung über jemanden ist, der die höchst suspekten Arbeitsweisen eines amerikanischen Geheimdienstes offenbart, so krude sie auch noch sein mögen, es ist trotzdem nicht greifbar genug. Wir werden also noch Geduld haben müssen. Welche Partei sind für Sie so am gefährlichsten? Also die FDP, da haben Sie ja ein paar exponierte Leute verloren. Aber auch die Linken, da gibt es ja nun mancherlei Bezüge. Also Basisdemokratie und diese Dinge. Was ist da, also wo gibt es denn Nähe und Überschneidungen, wo Sie sich wohlfühlen und wo möchten Sie sich am deutlichsten abgrenzen? Heute Morgen haben Sie das in Richtung AfD getan, aber Sie haben sich auch sehr deutlich von den Linken distanziert. Naja, ich glaube, für mich das persönliche Problem mit den Linken ist, dass die Geschichte, der Werdegang der Linken halt sie für mich als wirkliche demokratisch oder als basisdemokratische Partei zum Mitmachen einfach nicht empfiehlt. Die deutlichste Abgrenzung in der politischen Auseinandersetzung haben wir selbstverständlich von der AfD. Das liegt in der Natur der Sache. Das sind Rechtspopulisten, wie sie in den Medien ja auch genannt werden. Das ist nichts, womit wir irgendetwas zu tun haben wollen. Was mich persönlich so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass es inzwischen in allen Parteien Leute gibt, die denen die Steigbügel halten, indem sie ihre Themen und ihre Phrasen gesellschaftsfähig machen. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, der man sich am besten dadurch entgegenstellen kann, dass man eigene politische Inhalte hat und in den Mittelpunkt stellt.
Sie haben mehr als 40 Landtagsabgeordnete. Sind die denn wenigstens alle da? Es werden wahrscheinlich nicht alle da sein, aber ein Großteil ist da. Die meisten habe ich zumindest schon im Vorbeilaufen gesehen. Aber ich erkenne sie nicht. Ja, aber alle schaffen es eigentlich nie. Das ist bei solchen Parteitagen immer ein kleines Problem. Wir haben gestern so mal die Anträge angeguckt im Internet. Da ist mir aufgefallen, also zum Thema Digitalisierung war gar nicht so viel zu finden oder ich habe es einfach übersehen, keine Ahnung. Dafür ist mir aufgefallen, es gibt einige Anträge zum Thema Asylrecht, Flüchtlingspolitik. Gibt es da so eine leichte Verschiebung? Das glaube ich nicht. Ich denke, dass wir beim Thema Digitales von jeher schon immer eine klare Position haben und da sehr, sehr viel schon in unserem Parteiprogramm steht. Demzufolge es auch keine Notwendigkeit gibt, da jedes Mal nochmal neue zusätzliche Anträge zu stellen, um das in irgendeiner Form umzuformulieren. Wir haben als Bundesvorstand ja einen Leitantrag gestellt, um die Themenschwerpunkte nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Aber das ist keine Erweiterung unseres Programms, sondern nur eine Schärfung. Während hingegen in anderen Politikfeldern wir nach wie vor Dinge haben, über die wir diskutieren wollen und müssen. Und dazu sind diese Parteitage da. Sie sind Bayern, ne? Jo. Und immer noch oder sind Sie schon ganz lange weg? Oder Nein. Kommt das? Sie, frag mich einfach. Nein, ich bin Bayer. Ich habe mal ein paar Jahre in Berlin gelebt. Ich habe mal ein paar Jahre in Hamburg und Bremen gearbeitet. Aber ich komme aus der Nähe von Nürnberg, also zwischen Nürnberg und Regensburg und lebe auch da. Also Frank. Nein. Ich? Oberpfälzer. Vorsicht. Ja, Nürnberg ist ja... Ja, ja. Wir haben für die meisten Oberpfälzer auch einen fränkischen Dialekt, weil wir eben nah genug an Nürnberg dran wohnen. Aber nein. Gut, ja. Sie sagt nur mal, ich war dann noch nicht richtig da, weil ich gerade reinkam. Sie haben sich zu den Linken geäußert und eine Zahl genannt, glaube ich, wie viele ehemalige Piraten jetzt bei den Linken dabei sind, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, nein, also es gab so eine Gruppe von, ich glaube, 34 ehemaligen Piratenmitgliedern, die beschlossen haben, dass sie die Linke, kritisch und konstruktiv begleiten und unterstützen wollen. Mhm. Jetzt kennen wir die ja. Und die Ankündigung, dass sie die Linke kritisch und konstruktiv begleiten wollen, hat bei vielen von uns für Gelächter gesorgt, weil sie mit kritischer Begleitung in der Vergangenheit viel kaputt gemacht haben. Was ich so aus persönlicher Sicht noch witzig an der Geschichte finde, ist, ich weiß, dass einer von denen bei den Linken einen Antrag gestellt hat und abgelehnt wurde. Also das ist so, ja. Wo kommen die her, diese 34? Kommt die aus einem bestimmten Landesverband? Oder? Nein, ich würde mal sagen, eine Gruppe besonders linker Piraten, die halt gesagt haben, wir wollen unser Glück jetzt woanders versuchen. Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn Sie so sagen, Sie erwarten von dem Parteitag, das ist ja auch schon in Richtung Wahljahr 2017 ausgerichtet, das ist der erste von dreien, glaube ich, die jetzt dahingehend veranstaltet werden. Was erwarten Sie jetzt konkret, was von diesem Parteitag ausgehen soll? Sie sagen eine Neuausrichtung, eine Besinnung auf die Grundsätze. Ja. Kann man das konkreter formulieren, also positiv, konstruktiv formulieren, was davon ausgehen soll als Signal? Also meine persönliche Hoffnung ist, dass in der Berichterstattung über diesen Parteitag am Ende hängen bleiben wird, dass die Piraten die Partei des digitalen Wandels ist. Mhm. Das ist die Kernaussage, die hinter all dem steckt. Wir wissen heute, dass das Digitale sich durch alle Lebensbereiche zieht, das betrifft die Wirtschaft genauso wie das Soziale. Überall spielt die Digitalisierung der Gesellschaft eine große Rolle und das ist der Themenkomplex, für den die Piraten stehen. Und ist das so, diese traditionelle Spannung, also einerseits Freiheit, Digitalisierung für alle, also Teilhabe, Partizipation an diesen Prozessen, andererseits der Schutz vor Missbrauch? Also ja. In dieser Spannung bewegt sich das. Also wir haben vor knapp einem Jahr mal eine Umfrage unter allen Mitgliedern gemacht, für welche Themen wir in den nächsten Wahlkämpfen stehen sollen. Und an dieser Umfrage haben sich 4.700 Mitglieder beteiligt. Das ist also eine sehr große Beteiligung für solche Umfragen. Und das Ergebnis war ganz klar, mit über 90% waren die drei Themen Datenschutz,
Bürgerrechte und mehr Beteiligung als Ergebnis nominiert. Und damit ist klar, das ist der Dreiklang, für den die Piraten nach außen stehen. Das ist das, was wir in den nächsten Wahlkämpfen auch in den Mittelpunkt stellen wollen. Ja, und Bürgerrechte online und offline natürlich, das ist ja unser Thema. Das gibt sich daraus, ja. Was heißt Bürgerrechte offline und online? Na, das größte Problem oder die größte Gefahr, die wir für die Bürgerrechte sehen, ist, dass es zum einen Konzerne gibt, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, möglichst viele Daten zu sammeln, auszuwerten und damit die Freiheit des Einzelnen untergraben, weil er sich nicht mehr frei entscheiden kann, sondern seine Entscheidungen davon abhängig machen muss, dass er keine Nachteile daraus hat, dass er etwas schreibt, tut oder irgendwann so weit sein wird, es zu denken. Und das Zweite ist, dass wir Behörden haben, die zunehmend auf unsere Daten zugreifen, um diese Daten auszuwerten und uns zu kontrollieren. Die Finanzämter greifen auf Konten zu, die Polizei verschicken stille SMS, um zu ermitteln, wo die Menschen sich gerade aufhalten. Wir driften auf eine Gesellschaft zu, in der die Freiheit nur noch eine Randnotiz auf einem Geldstück ist, aber nicht mehr wirklich gelebt werden kann. Und das wollen wir verhindern. Aber die unbegrenzte Freiheit, also der unbegrenzte Zugang zur digitalen Welt, enthält doch auch dieses Risiko, dass man dadurch gläsern wird, transparent wird für die, die das nichts angeht. Ja, ich glaube, das ist genau die große Herausforderung, die sich die Politik in den nächsten Jahren stellen muss und für die etablierten Parteien eben keine Antwort haben. Wie schaffe ich es, dass Menschen trotz der Tatsache, dass sie ihre privaten Informationen auf Facebook, Twitter, Instagram und sonst irgendwo online stellen, das Recht auf Privatsphäre auch wahrnehmen können, also dass Daten nicht ausgewertet werden dürfen, obwohl sie vorhanden sind? Es gibt dafür vielleicht Ansätze und Gedanken, aber das ist alles noch nicht fertig und da braucht es dringend eine politische Kraft, die sich damit auskennt und das in die richtige Richtung bewegt. Vielleicht noch ein Hinweis, die Piratenpartei hat sich auf diesem Bundesparteitag in mehrerer Hinsicht gut vorbereitet. Es gibt sogenannte Themenwochen, die einmal im Quartal stattfinden. Diese Themenwochen spiegeln ein spezielles Thema wider, zum Beispiel Open Antrag für Gemeinderäte, Stadträte und so weiter, wo Bürger online gehen können und ihren Antrag den Gemeinderäten etwa stellen können. Damit befasst sich die Piratenpartei im Vorfeld. Dann andere Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, Industrie der Zukunft. Es gab allerdings auch sogenannte Tage der politischen Arbeit, wo über Telefonkonferenzen diskutiert wurde, wie bestimmte Anträge zu stellen sind, wie sie zu formulieren sind, wie die Piraten sich positionieren. Insofern war ein gewisser Diskussionsprozess der Piraten schon im Vorfeld zu verzeichnen, der ist rege geführt worden und mündet jetzt in diesem Bundesparteitag. Wir haben auch Broschüren dazu, also wir können Ihnen zu Open Antrag und BGE dann etwas mitgeben, da können Sie das genau erklärt sehen, wie das funktioniert, was das ist. Auch online. Ich hätte jetzt doch noch eine Frage. Sie treten ja bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an und auch in den hessischen Kommunalparlamenten gibt es teilweise Bewegungen. Wie sind da so die Aussichten, realistischerweise? Gut, wir haben in Baden-Württemberg das Problem, dass wir da mit einem sehr ungünstigen Wahlsystem kämpfen. Dort ist es so, dass es, ich glaube, 70 Stimmkreise gibt und man in jedem Stimmkreis einen eigenen Kandidaten aufstellen muss, um zur Wahl zugelassen zu werden. Das ist nicht überall gelungen. Und deswegen ist es jetzt schon schwierig, überhaupt das Ergebnis vom letzten Mal zu halten, weil beim letzten Mal hatten wir überall einen Kandidaten. Ansonsten würde ich an der Stelle erstmal sagen, warten wir die Wahl ab, gucken wir, wie sich das entwickelt und gucken uns dann hinterher an, was sich getan hat und was wir tun müssen, um es nochmal zu verbessern. Haben Sie noch Fragen? Später vielleicht. Richtig. Es wird heute Nachmittag eine weitere Pressekonferenz geben, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen, die ersten Anträge verabschiedet sind. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren.
Es wird gegen Abend spätestens so stattfinden, dass wir auch wirklich konsistent Ihnen Inhalte darstellen können. Ich bedanke mich zunächst einmal für Ihr Kommen. Ich bedanke mich beim Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, Stefan Körner, fürs Beantworten Ihrer Fragen und darf Sie jetzt erstmal bitten, auch am Parteitag teilzunehmen. Danke. Ja, auch von mir danke für Ihr Interesse.